Jetzt euch, Leute, alles da bei euch. Hört auf, Fitner zu machen, die Runde. Bitte macht Fitner jetzt! Burak, schon wieder die Gewinner. Yo, merk Abi, Alter. Beef und Fitner ist jetzt weg. Wir haben uns jetzt 2 Sekunden vor die Kamera gesetzt. Alles gut zwischen uns. Wir reagieren jetzt auf Jan Brooks Video. Wir sind weiter. Türkei 2-1, Tschechien live aus dem Stadion. Okay. Wann war denn das letzte Spiel, was wir geguckt haben? Was war das Spiel, Tschechien-Türkei? Und die haben doch davor auch nochmal gespielt in der Woche, oder? Nee, das war letzte Woche. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, das Video ist online gekommen und ihr habt den Titel schon gelesen. Wir sind weiter. Also, das hoffe ich zumindest. Ein Unentschieden muss drin sein, aber mein Gefühl sagt, wir haben gewonnen. Und deswegen ist unser nächster Gegner Österreich. Also, das Freundschaftsspiel habe ich natürlich gesehen. Wir haben 6-1 verloren. Das war super stark. Wir werden uns aber rechnen und auch dieses Spiel gewinnen. An der Stelle, meine Damen und Herren, es fehlen nur noch 33.000 Abonnenten bis zu 1 Million. In der Gruppe werden wir so oder so weiterkommen. Deswegen wird auch für das nächste Spiel ein Ticket verlost. Schreibt einfach Ticket und dann wahrscheinlich Österreich in die Kommentare. Und falls ihr halt Dritter werden, dann müsst ihr Ticket Spanien schreiben. Das kriegt ihr schon hin. Ich fahre gerade Richtung Hauptbahnhof. Wir treffen uns mit den Jungs in Hamburg. Und dann werden wir euch ein geiles Video zaubern. Heute habe ich das Gewinnspiel nicht auf Instagram aufgelöst, sondern werde den Ersten, der mich in Hamburg erkennt, das Ticket übertragen. Natürlich werde ich auch prüfen, ob er meinen Kanal abonniert hat und auch kommentiert hat, aber das wird schon. Wie einfach wieder ins Auto steigen. Hey, wo ist dein Trikot? Sorry, ich bin fett. Hallo Jackson. Wie viele sind wir im Auto? Ja. Okay, ich gehe in die Mitte. Jan, was gibt's da hinten? Free Man Boys. Genau, Free Man Boys war hier. Haben wir da aufgenommen? Ja, da hinten im Meer. Okay, Leute, Spielergebnisse. 1-1. Bitte nicht. Eigentlich unentschieden reicht, aber ich sag, wir werden heute gewinnen. Ah, okay, warte, wir brauchen die Klicks. 3-1 Türkei. 2-1 auch gut. Ich glaube, es wird so ein 2-1. Oh, Tugai Beatbox. Bruder, aber Tschechien ist nicht gut im Fußball, oder? Heike? Doch, die sind ganz gut. Die sind nicht schlecht, ja. Ich dachte, die spielen mit Böller und so. Ich glaube, sein iPad ist immer noch drin. Von zeig mir das zu. Ja, sein iPad ist immer noch drin. Jo, Freunde, hier Osan, falls du nicht vergessen habt. Du warst doch im letzten Jahr wieder auch dabei. Ja, aber das ist der Hauptkanal. Da warst du auch dabei. Das war ich im Hauptkanal. Doch, beim ersten Video warst du doch, da hast du doch gewunken. Geh noch mal die Stelle. Was macht der denn hier? Was macht der denn hier? Auf jeden Fall sind wir jetzt in Hamburg angekommen und laufen jetzt zum Stadion oder zur Fanmeile, ich weiß noch nicht. Einfach? Einer aus Gladbeck ist auch hingefahren. Gladbeck ist kein Gutdorf. Wir sind alles Gladbecker Jungs, Gladbecker Jungs. Verzeiht für den Scheiß. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, der türkische Superman und der türkische Angler. Bis hier, Nabil. Ist das der Ort, wo wir alle uns treffen? Sieht so aus. Was sagst du, Superman? Was ist das? Wir laufen zum Stadion. Los, Superman, flieg! Bis jetzt hat mich noch keiner gefragt, ob er das Ticket haben darf, ne? Hadi, Bele. Maşallah. Ey, Wallah. Hadi, görüşürüz. Okay, da hinten ist das Stadion. Jungs, spürt ihr eine gewisse Anspannung? Wo sind die ganzen Leute? Wo ist die Stimmung? Wo sind die Tschechen? Ich weiß es nicht. Endlich Stimmung hier! Ich nehme als Türke, oder? Das sind beide keine Türken, oder? Türken wollen immer umbringen? Let's go. Wir Türken wollen immer umbringen! Ich hoffe, das ist ein großer Kanal. Sonst hat sich das Ganze hier nicht gelohnt. Erst die nach dem Ticket gefragt hat. Glückwunsch, du hast gewonnen. Dankeschön. Willst du mich die Hand geben? Ja. Okay, wir übertragen jetzt gleich das Ticket und dann kannst du damit machen, was du willst. Das Ticket wurde übertragen. Viel Spaß damit. Dankeschön. Kommen die nicht zum Stadion mit Ticket schon? Oder wie ist das? Die kriegt jetzt ein Ticket, aber die hat doch schon ein Ticket, oder nicht? Oder geht die einfach nur vors Stadion und hofft, Jan Brook zu treffen, damit die umsonst reinkommt? Wie ist das denn? Die hat das Ticket doch schon vorher gekauft, oder nicht? Vor Stadion waren voll viele, die nach Ticket gefragt haben. Ah. Ach so, stand auf ihrem Schild, dass die keins hatte. Okay. Nein! Bei der EM bis jetzt nur Türken gesehen, ne? Ehrlich, ich hab das Gefühl, ich sehe nur türkische Fans. Türkei-Fans, mies unsympathisch, sage ich dir ehrlich. Selten eine Fanbase gesehen, das andere Hymnen auspfeift. Warum suchen sie immer diese Fitnerbruder? Nächstes Mal kommen wir mit
unseren Hooligans dann Safi vorbei. Türkei-Fans mies unsympathisch. Türkei-Fans. Einfach Achtelfinale noch nicht. Ich weiß nicht, ich fand türkische Fans nicht unsympathisch. Ich fand jetzt nur krass, wo ich da in Istanbul war, dass die das Dingens gemacht haben, dass Fans sich da komplett verstecken müssen gefühlt. Das fand ich krass, das fand ich krass. Aber sonst finde ich die geil. Ich möchte mit dir ein Foto machen. Wie geht's euch, Leute? Alles klar bei euch? Hört auf, Fitner zu machen, die Runde. Bitte macht Fitner jetzt! Burak, schon wieder die Gewinner. Yo, Mert, Abi, Alter. Beef und Fitner ist jetzt weg. Wir haben uns jetzt 2 Sekunden vor die Kamera gesetzt. Alles gut zwischen uns. Joko vom Baustelle, Dankeschön, Bruder. Fitner vorbei. Leute, alles klar bei euch? Hört auf, Fitner zu machen, die Runde. Bitte macht Fitner jetzt! Burak, schon wieder die Gewinnerbockwurst? Die Gewinnerbockwurst. Super. Okay, wir sind auf unseren Sitzplätzen angekommen. Was sagst du, Burak? Es geht los, endlich. Brauchen wir wieder ein Teleskop, ja oder nein? Heute reichen unsere Augen. Okay, gut. Ja, sind wirklich super Plätze heute. Erstmal ein Würstchen. Noch einmal liebe Grüße an den Bre aus Dortmund, der uns die Tickets verkauft hat. Er meinte, wir sitzen hinter den Bänken. Starke Bank. Starke Bank auf jeden Fall, sehr stark. Ich will heute nur eine Sache sagen, okay? Guckt heute bitte nur auf Kenner und Nils. Ich weiß nicht warum, aber ich sag einfach 2 Buden heute. Das wird natürlich super. Was sagst du, Can? Ich sage, das wird ein 2-1. Spielt Arda? Arda spielt auf rechts Flügel. Dann wird er treffen heute. Spielen wir mit einem Stürmer oder wieder Barış Alper vorne? Barış ist vorne wahrscheinlich. Okay, er wird auch treffen. 2-1. Das Gute für uns, wir brauchen auch keinen Sieg. Wir brauchen einen Unentschieden. Unentschieden reicht uns auch. Aber ich sag's mal so, wie es ist. Wenn wir Zweiter werden in der Gruppe, spielen wir gegen Österreich. Wenn wir Dritter werden, gegen Spanien. Lieber Zweiter. Lieber Zweiter, ja. Bitte nur ein. Aber Österreich auch krass Ziel. So sieht's aus. Junge, so oft wir uns umgesetzt haben, wo ist endlich unser Platz, Alter? Okay, wir sitzen aber mittig, Burak. Ich glaube, ich bin der erste Mensch mit Latschen und Stadion. Das Ding ist, ich hab die EM halt null verfolgt, ne? Null. Ich kann halt gar nichts dazu sagen, ne? Ich bin halt wirklich eine Spielerfrau. Ich kann nichts dazu sagen, Bruder. Jetzt nicht, dass das Video scheiße ist, das auf gar keinen Fall. Aber ich selber habe halt das Spiel nicht mitbekommen, die EM nicht verfolgt. Weißt du, was ich gerade dachte? Durch das ehrlich sagen, ich habe mich nur geschämt, das auszusprechen, ne? Wallah. Tamam, Bruder, bist du hier nur um zu haten? Oder was machst du hier? Nein, Bruder, ich... Hab gesagt, ich hab die EM nicht verfolgt. Ich hab die EM gar nicht geguckt. Ich dachte jetzt gerade wirklich, da steht Tschetschenien gegen Türkei. Ich wollte es nur nicht sagen, weil ich das denke, ich bin behindert. Oder ich mach auf Lost und so. Wisst ihr, ich dachte, jetzt sagt der macht auf Lost, der übertreibt jetzt seine Rolle. Ach so, okay. Alles gut, alles gut. Aber ich, Schab, danke, ich dachte wirklich gerade, Türkei, hä, wann haben die denn gespielt und so? Und nicht dieses auf cool machen und so. Ihr wisst selber, ich bin nicht alle, der auf cool macht. Hab's echt gar nicht mitbekommen. Retalk, nix. Bruder, Kommentatoren sind so schlimm. Man hat Free Palestine gerufen, die sagen, das hätte nicht sein müssen. Krass. Gänsehaut, als Mert und Can wieder gesehen hab. Hammer, alles Hater hier. Wenn, Bruder, ich hab... Okay, ich guck weiter. Aber natürlich! Okay, Leute, die Ausstellung ist jetzt online. Es ist einseitig, sie selber auch schon wie beim ersten Spiel. Nein. Samet ist wieder drin, Salih Özcan, Arda und Kenan spielen. Ismail Yüksek vorne. Nein, ich denke mal, Ismail Sechser und Salih vorne. Weiß ich alles nicht. Meinst du, heute wird auch mein Stürmer eingewechselt, ein richtiger Stürmer? Ich hoffe doch. Ich hoffe auch. Zum Stadion haben wir noch gar nichts gesagt. Ich bin zum ersten Mal im Hamburg-Stadion. Ich sag euch ehrlich. Geiles Stadion. Schönes Stadion. Klein und kompakt. Dort mit 80.000 Zuschauern können rein, hier 50.000. Echt schon? Ja. Wie viel spielt euch Türkei? 2-0 sind wir. Okay, sehr gut. Sehr gut. Ich muss mal den Fernglas mobilen. Ah, ich glaube, das Spiel habe ich mitbekommen. Da hat nicht der Arda da ein Tor gemacht? 11 Meter oder sowas? War das nicht so voll das krasse Spiel? Doch, oder? Das Spiel war gestern. Ja. Aber ich glaube, ich habe es mitbekommen. Da hat Arda nicht ein Tor gemacht? Nee. Nein? Oder bitte. Keine Weise.
Aber Arda hat Lachmann schon verkauft, oder? Eckmeck. Da hat Eckmeck verkauft. Oder war das da? Das ist doch da, wo Can sich über. Hä? Lass es, Bro. Warte mal. Das will ich doch dir sagen. Ich bin doch. Chimbombom, ich bin doch Türki. Da hat jetzt nicht bei diesem Spiel. Türkei gegen Tschechien. Haben die nicht da Eckmeck-Streit gehabt und sowas? Da war doch Can im Stadion. Ihr wollt mich verarschen. Das Video habe ich schon geguckt. Du willst mich verarschen, du Hund. Das habe ich schon geguckt, das Video. Das ist das, wo Can sich gestritten hat mit dem Typen wegen Eckmeck. Das ist die Story, die er erzählt. Oder das war von Portugal, wo er sich... Nein, das ist hier, das ist bestimmt, der hat diese Story erzählt von diesem Video. Hier hat der Eckmeck gegessen. Bruder, der kann doch nicht die Story vorher erzählen, verarschen. Kann er in die Zukunft schauen. Bruder, das ist doch... Eckmeck Sport war anderes Spiel. Wie? Ich muss aktivieren, wo ist unser Trainer? Nutella! Mozzarella! Nutella, Mozzarella! So, die Tschechen machen sich jetzt auch warm. Die Bläs machen gute Stimmung. Ich check gar nichts, ne? Das spielt Türkei gegen Türkei, glaube ich, ne? Dieses Stadion, da sehe ich nur Türkei drinne. Das spielt Türkei gegen Türkei. Die einen Türkei haben weiße Trikot, das ist bestimmt Tunesier. Und die anderen rote Trikot. Schlimmer als Trimax. Aber Wunder, bilde ich mal das ernst. Ich meine das so richtig ernst, weil ich habe wirklich keine Ahnung. Ich verstehe gerade gar nicht, was geht. Ich ändere meine Prognose. Das ist Hakan Stade, der wird heute auch ein Ding machen. Er spielt sogar 10 heute. Hi, mach zu! Du hast mich gefickt, Heikel, ne? Du hast mich wirklich gefickt, Heikel. Wieso? Du sagst mir schon auf das Video von Can reagieren. Ich liebe Can über alles, Bruder. Ja. Ich liebe ihn wirklich. Er ist ein sehr, sehr guter Mensch. Ich liebe ihn. Aber Bruder, ich sitze gerade hier. Ich gucke mir das Video an. Wie diese Leute, die einfach 14 Minuten lang dann nichts sagen, nur sagen, wow. Ich fühle mich gerade wie Mazdak, ne? Als würde ich 8 Videos abspielen und nichts sagen. Was soll ich dazu beitragen? Ist doch gar kein Mehrwert, Bruder. Was ich sehe, die sehen alle. Boah, krasse Stimmung. Die sehen alle gleich aus dem Stadion. Ja, Bruder, das sind ja auch Türken. Adamsen. Ja, es sind Adams, ja. Ja, aber warte, es gibt unterschiedliche. Es gibt diese schwarze Meertürken mit diese blonde Haare, blaue Augen. Bruder, wie soll ich die jetzt nach Meer sortieren, Bruder? Bin ich Angela, dass ich die jetzt nach Meer sortiere? Ich weiß doch, gab doch gar keine Ahnung, Bruder. Ich sehe einen mit Jeans spielen, glaube ich. Spielen die mit Jeans, die hier? Die Tschechen? Ist das Jeanshose? Oder die arbeiten schon bei Footlocker und sind gerade auf dem Feld gelaufen. Und spielen Torwart-Tor. Ich hab keine Ahnung, ne? Ich hab gar keine Ahnung, Wunder. Oh, merkt du deine Sau! 13 Minuten! Ecke Tschechen! Krass, krass, sehr krass. Schön, schön. Boah. Komm, Baby. Boah, mies. Warum wolltest du schon wieder schießen, Bruder? Anna, schieß doch von da, Mann. Schieß. Boah, sehr gut. Wir kommen. Ja, wir haben gut angefangen. Das wäre zu schön. Was?
der schreit ein bisschen rum so. Ja, aber zu wem hat der diese hier gemacht, diese Handbewegung? Ich weiß, Bruder, ich verstehe das Video nicht. Also ich weiß, das ist für Fußballfans. Das verstehst du daran nicht, da spielen zwei Mannschaften gegeneinander. Das sieht aber alle aus wie eine Mannschaft. Ja, aber Can ist für die Türkei und weswegen hat er sich gerade aufgeregt? Ich weiß es nicht, ich verstehe den Zusammenhang, ich check das. Also das Video ist ja gut. Für Fußballfans auch und so, aber was ist denn jetzt mein Mehrwert, dass ich jetzt darauf reagiere? Was ist denn jetzt mein Mehrwert? Du guckst diese Stadionatmosphäre. Ja, ich war ja auch in Stadien, ja, ich war ja auch in Stadien, ja. Siehst du? Das ist so, als würde jemand zu deinem Video sagen, was mein Mehrwert ist. Nein, ich verstehe das ja. Es ist ein gutes Video, aber ich sag jetzt, was ist denn jetzt meine Funktion? Dass ich jetzt hier oben. Dieses, krass, oh, wie waren die Chancen, oh mein Gott. Ja, aber ich bin jetzt hier oben in der Ecke, ne? Hier beim Reagieren. Und was habe ich jetzt für eine Funktion auf das Video? Was ist das jetzt für ein Mehrwert? Zum Beispiel, wenn er sich aufregt, sagst du, ey, Can, wird schon und so. Hey, Heike, soll ich dir den Ball gegen den Kopf schießen? Ehrlich jetzt? Nein, du musst ihn doch aufbauen. Soll ich sagen, hey, Can, Bro, Kopf hoch. Nächstes Mal wird's besser. Ja, Kopf hoch und dann Kopf hoch. Dann holen wir den Eistee von Phoebe, damit ich noch dabei trinken kann. Dann hast du mich richtig zu einem Bastard gemacht. Oh. Der war knapp. Einmal in meinem Leben. Sieh rein! Jawohl! Wir hatten ja viele Torchancen, oder? Ja. Ey, Kenan hat Bock heute. Los, Kenan, jetzt ihn! Was denn? Danke, Twizy Mustang. Was denn? Gut! Bruder, wie viele Chancen haben die gehabt, Alter? Oh, Mann, Mann! Drei Minuten Nachspielzeit, er hat den Geschäftchen. Ich denke mal Halbzeit 0-0, ne? Ja, Halbzeit 0-0. In der zweiten Halbzeit brauchen wir einen Stürmer, sonst wird das nichts. Wir brauchen nur einen Stürmer vorne. Danke, Merti. Wo steht da keiner, Mann? Genau da fehlt ein Stürmer. Bruder, Heike, die schießen doch gar keine Tore. Da sind doch gar keine Tore jetzt gefallen. Ja, Bruder, aber das ist doch Fußball. Ich hab das Gefühl, das wiederholt sich die ganze Zeit, ne? Was? Ja, da sind... hat er das jetzt einfach von der Seite die auf... Die spielen auf zwei Tore. Natürlich wiederholt sich das immer die ganze Zeit. Danke, heute mal. Immer wieder, jede Mannschaft versucht, das andere Tor zu treffen. Was sollen die denn sonst? Ja, X-Chinka, danke. Merit. Die hochhalten spielen? Merit, danke. Nein, aber das sieht für mich so aus, als hätte man das gleich jetzt von einer anderen Perspektive gefilmt. Aber er sitzt doch am selben. Oder hat er mehrere Sitzplätze gekauft für das Spiel? Du musst es sehen, die spielen gerade 10 gegen 11 und trotzdem Mr. Strong, Bruder Österreich. Ja. Ja, ich weiß ja, welches Trikot zu wem gehört. Rot gehört zu Tschechien und das Weiß gehört zu Türkei. Das weiß ich. Aber warum haben dann die Roten, die da in der Jury sitzen, auch Türkei-Trikot, was rot ist? Sowas verwirrt mich zum Beispiel voll. Ich könnte jetzt nur diese Tschechien-Leute unterscheiden an ihren blauen Hosen. Weißt du, was ich meine? Das ist anstrengend für meinen Kopf. Hätte jetzt die blaue Hose nicht an, ich wüsste nicht, wer es ist. Ne? Ich würde auch beiden Seiten jubeln und dann Stege bekommen am Ende. Ich würde auch nur ein Eckwart-Rum in dem Sinn. Nur ein Baby. Das war krass. Das ist schön, das sieht schön aus. Der war einfach. Der hat einfach gerade Praktikum beim Torwart gemacht, ne?
Der hat einfach Praktikum beim Torwart gemacht, der Typ hier. Was war das denn? Einfach Praktikanten. Boah, einfach Praktikant. Hat es kein Tor an den Torwart, Mann? Weint Jan seine Reaktion? Nein, der weint nicht, der weint nicht. Ey, das gibt's nicht. Hier macht was das 2-0. Aber Mann, mit rote Karte machen die 1-1, Bruder. Ja, ganz klar, das Tor an den Torwart, Mann. Ja. Bitte, auf die Keller! Bitte mach ihn! Boah! Bitte mach ihn doch, Junge, ja! Endlich, Alter! Endlich, Alter! Dankeschön! Jake, kann mir bitte 2-1 machen! Hase raus für Jake! Keller raus für Keller! War Arda nicht krass bei dem Spiel hier? Ich ahne Böses! Oder aber die Tschechen waren gut. Jetzt ehrlich, die waren gut. Die waren ehrlich nicht schlecht. Oder? Ja, ne? Tschechien hat gut gespielt. Tschechien hat echt gut gespielt. Ja, Türkei-Fans sind halt aber sehr, sehr stolz, ne? Aber warte ab, was gleich kommt. Muss man denen lassen. Also die Türkei-Fans sind sehr, sind hardcore. Dafür, dass die zu 10 waren, waren die stark. Die waren auch so stark. Das fällt mir sogar auf. Reicht, aber ich spiele ein Tor. Hüpfer, ja. Komm, bitte. Mitte. Ja, was macht die denn bitte, ja? Ich hab einfach mitgeschrien, ne? Ich hab einfach mitgeschrien, ich wüsste gar nicht, wer weiß. Schiff der da hinten, schiff mal der. Da hat Phoebes Eistee gerade getrunken. Der macht Geschmackstest für Phoebes Eistee. Denkt uns an! Denkt uns an! Ich hab's euch gesagt! Ich hab's euch gesagt! Das Spiel ist zu Ende, wir sind weiter! Meine Damen und Herren, das war's mit dem Video. Türkei gewinnt und wir sind eine Runde weiter. Gebt ihm wieder einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, um für das nächste Spiel Ticket zu bekommen. Ich hab gerade auf diese Snipsky hinten geguckt die ganze Zeit, ne? Wie war es, als Marokko in der WM so weit kommt? Es war krass. Also Feeling war krass und so, natürlich. Ja, das war echt heftig. Ich hab das Halbfinale im Stadion geguckt. Kategorie 1. Ja, war krass, Bruder. Aber für mich war das jetzt halt vom Feeling her nicht. Also ich bin halt kein Fußballer, ich bin Skater, Bruder. Oh.